Freitag habe ich bei Softwarearchitektur im Stream Henning Schwendner zu Gast. Henning, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Hi, genau, ich bin Henning und Programmierer und Berater. In vielen von meinen Projekten geht es um Softwarearchitektur und da begegnen mir verschiedene Architekturstile und Kombinationen davon. Und ich glaube, das wird auch unser Thema am Freitag sein, richtig? Genau, wir haben uns dazu entschieden, über die verschiedenen Architekturstile zu sprechen, die da irgendwie so rumlaufen: hexagonale Architektur, Clean Architecture, Schichten, aber auch sowas wie Domain-Driven Design und Model View Controller. Dann gibt es noch diesen Architektur-Hamburger. Was ist das denn, Henning? Ja, also ich behaupte, dass diese verschiedenen Architekturstile alle wichtig sind und richtige und gute Ideen haben und dass sie einzeln nicht ausreichen, sondern dass es typischerweise eine gute Idee ist, die zu kombinieren und die zusammenzubauen. Und eben, ja, wenn man Schichten hat und Zwiebeln dazu packt und Ringe und so weiter, dann kommt man zu einem Hamburger. Das ist meine Metapher, die ich da benutze, um zu beschreiben, wie man eine Kombination von diesen Architekturstilen bekommt, um dann eine saubere Architektur zu haben, die tragfähig ist, die eine Langlebigkeit reinbekommt und uns ermöglicht, auch morgen noch saubere Software zu bauen. Wer also mehr erfahren will über diese verschiedenen Architekturstile oder die Kombination innerhalb des Architektur-Hamburgers, der kann dann am Freitag gerne einschalten. Und wir freuen uns auf ganz viele Zuschauer, ganz viele Diskussionen und ganz viele Fragen. Bis dahin.